Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar hat Juju ein neues Musikvideo aus ihrer Promophase zu ihrem Album rausgehauen. Und zwar das Ganze heißt Vermissen, feat. Henning Mai. Ich kenne den persönlich nicht. Wie gesagt, wir hören uns den Song einfach an und schauen mal, was uns da so erwartet. Weißt du noch, als wir am Meer waren, Baby? Wie lange ist es schon her, als du meintest, du wirst immer bei mir bleiben und das Meersalz hat so geglitzert auf der braunen Haut noch mehr als unsere beiden Augen, weil das Leben zu uns fair war. Wir haben gefickt. Ist auf jeden Fall hier so ein Liebessong, der auf jeden Fall diese Schiene fährt. Erinnert mich ein bisschen an den Track Ewigkeit von Majo. Solche Tracks kommen irgendwo ab und zu schon mal richtig, richtig gut an. Es gab mal früher eine Zeit, da haben Majo und Yasko waren das. Die hatten mehrere solche Tracks, also so in Richtung, ja, Trauer und, ja, so Liebeslieder. Ja, kommt schon manchmal richtig, richtig gut an und die Leute scheinen das auf jeden Fall richtig gut abzufeiern. Der Himmel war so sternklar, ich vermisse dich, vermisse ohne Schwerkraft, mit dir rumzuschweben, der Absturz war so schmerzhaft. Ich muss mich ablenken, muss wieder Musik machen, guck mir zu, ich fülle ab, aber was schreibe ich bloß, frag ich mich, diese Wohnung ist auf einmal so groß ohne dich. Alle unsere Wünsche haben wir zerstört, steige wieder. Also auf jeden Fall hier, ich glaube, das war die Hook, die Juju jetzt hier gesungen hat. Feiere ich übertrieben, also die kann richtig gut singen, meiner Meinung nach. Ihre anderen Lieder habe ich jetzt nicht so abgefeiert. Ist natürlich Geschmackssache, dem einen oder anderen gefällt es, dem einen oder anderen nicht. Aber es ist ja bei jedem so. Wie gesagt, also die kann echt gut singen. Das Lied hört sich bis jetzt echt richtig gut an. Warten wir mal ab, bis dieser Henning Mai, ja, seinen Part übernimmt. Und ich riech an deinem Shirt, mal sehen, ob der Duft noch bleibt, bis ich wieder aus dem Bus aussteig. Wie kann man jemand so krass vermissen? Ich dich in diesem scheiß Augenblick. Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Der hat eine richtig rauchige Stimme. Der Typ geht richtig ab. Der hat auch richtig Power hinter seiner Stimme. Also sieht man dem Jungen jetzt nicht so an. Hat eine richtig rauchige Stimme, powervolle Stimme und so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick. Ich bin gerade so krass zerrissen, soll ich dir... Alter, krasse Stimme. Ich höre, der Junge hat jetzt gerade richtig rasiert. Feier ich übertrieben. Zum Musikvideo muss ich sagen, finde ich geil. Ist auf jeden Fall gut gemacht, passend zum Song. Wie die sich da so, ja, gegenseitig vermissen, sage ich jetzt mal. Ja, geiler Track auf jeden Fall. Ist das Einzige, was ich mir so geben würde jetzt von Juju, meiner Meinung nach. Die anderen Tracks gefallen mir nicht so, das knallt nicht so, aber so ein Song schlägt schon meistens relativ gut ein. Man hat es ja bei Majo gesehen mit Ewigkeit. Also es gibt auf jeden Fall Leute, die das feiern und ja, genau die Hörer hören sich das Ganze an. Ich hab dich gehen lassen wie ein Feigling und ich warte auf ein Signal nur noch ein letztes Mal, doch das ändert nicht, denn mir ist klar, denk an dich. Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen, soll ich dir... Also feiere ich auf jeden Fall, auch wenn die sich die Hook da teilen, finde ich richtig geil. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall vom Song positiv überrascht. Finde ich echt ein gelungener Song. Ist auf jeden Fall ein Song, den man sich geben kann. Also meiner Meinung nach, ich würde den pumpen. Wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen, soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen? Also, wie gesagt, mein Fazit zum Song ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungener Song. Ein Song, den ich mir sogar von Juju geben würde. Nicht so wie die anderen Songs, die einfach nicht mein Geschmack sind. Zu diesem Henning Mai, kranker Typ auf jeden Fall. Heftige Stimme, sehr rauchig, sehr tief, powerful. Ja, ich hoffe, der Junge geht auf jeden Fall seinen Weg. Hat auf jeden Fall hier einen guten Part abgelegt. Juju hat das Ganze auch sehr gut gesungen. Feier ich. In diesem Sinne, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Folgt meinem YouTube-Kanal. Folgt mir auf Instagram und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.